Dejan Kukan gab heute sein Debüt im Dress der Schweizer Nationalmannschaft. Der 18-jährige Verteidiger stammt aus dem System der ZSC Lions. Kukan spielt aber seit dieser Saison in Schweden bei Luleå. 3 Spiele hat er in der schwedischen Elite-Serien absolviert und heute also sein erstes Länderspiel. Bei seiner ersten Aktion bezahlte Kukan Lehrgeld. Jarno Koskarinta zog am Schweizer Verteidiger vorbei, aber Reto Berra bügelte den Fehler seines jungen Teamkollegen aus. Die Schweizer versteckten sich aber keineswegs. In der 14. Minute diese Aktion. Vogler konnte die Scheibe behaupten, Moser, Romy, Tor, 1:0 für die Schweiz. Spektakulär, wie der Center der ersten Linie im Fallen die Scheibe im Tor versenkte. Kurz vor Ende des ersten Drittels hätte Damian Brunner gar auf 2:0 erhöhen können. Aber der Zuger traf das leere Tor nicht. Im zweiten Drittel musste mit Matthias Bieber zum ersten Mal ein Schweizer auf die Strafbank. Es wurde unübersichtlich vor Reto Berra. Aber der Bieler Torhüter ließ sich nicht beunruhigen. Die Mannschaft von Sean Simpson lancierte kurz nach Ablauf der Strafe einen schnellen Konter. Bieber, Lineker, Tor, 2:0 in der 27. Minute. Schön herausgespielt und kaltblütig abgeschlossen. Die Schweizer führten nach 40 Minuten verdient mit 2:0. Es muss allerdings auch gesagt sein, dass das finnische Team herzlich wenig mit dem Weltmeisterteam des letzten Jahres zu tun hat. 8 Spieler spielten heute zum ersten Mal für ihre Nationalmannschaft. Was den Schweizer Debütanten angeht, Dejan Kukan konnte seine Nervosität ablegen. Er zeigte ein solides zweites Drittel. Die Schweizer ließen auch im dritten Drittel keinen Treffer zu, dank Reto Berra und etwas Glück. Hietanen traf in der 46. Minute nur den Pfosten. Nach einem groben Abwehrfehler der jungen finnischen Mannschaft gelang Damian Brunner noch der dritte Schweizer Treffer. Die Schweiz gewann mit 3:0 gegen Finnland. Reto Berra feierte einen Shutout. Und Dejan Kukan konnte sich über ein gelungenes Debüt freuen.